Hallo, Angelfreunde. Ich war am Samstag in Kiel, um Paul zu treffen. Wir haben meine Barsch-Lieblingsköder im Meer probiert und es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben am Hafen beim Nart angefangen und nicht lange auf einen Biss gewartet. Was du bist. Oh, Wittling, ja. Wittling. Habe ich schon ewig nicht mehr gefangen. Petri. Jo, Mann, noch hast du aufgelegt. Dorsch? Kannst Foto machen, Ja. wenn du willst. Der Schiffschi, der ja. Jo. Oh, ein bisschen besser. Ja, doch. Mal, der wäre schon maßig. Den könnte man so mitnehmen, wenn man wollte. Der hat fast 38, vielleicht 37,5. Ja. Ja, was mach ich? Muss ich dann nur schalten. Jo. Komm mal. Oh, wie inhaliert er, Oh ja. Alter, aber noch eine. Ja. Sechs Fisch auf dem Schabo. Es kam auch eine Überraschung. Paul hat einen Butt mit dem Schabo gefangen. Ja, guck mal, von der Größe. Das ist doch süß. Ja, kein Problem. Ne? Ja, gut. Richtig schön auch. Oh, von der Größe richtig geil. Ja, schön. Richtig schön dicker. Ja, fleischig richtig. Nach diesem guten Start wechselten wir die Plätze auf der Suche nach Meerforellen. Leider haben wir nur vier Nachläufer gesehen, aber keinen Biss gehabt. Danach haben wir neue Stellen probiert. Bis zu diesem guten Biss für Paul. War nicht schlecht. Guter Biss. Ja, nicht so klein. Oh, Platz am Boot. Nee, auf dem Gummi. Zweite Boot. Auf dem Schabo. Das geht, oder, Kescher? Petri! Ja, geil, Mann. Ja. Das Nicht ist schlecht. geil, Mann. Das ist super. Alter, voll inhaliert das Ding, Mann. Oh, Petri, super. Hab ich auch eine. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das geht. Ne, ich glaube, es ist praktisch. Aber das ist gut. Oh ja. Guck mal, Dorsch, gute Dorsch. Alter Vater. Wow. Richtig guter Fisch. Oh Mann. Wow, guck mal. Ja. Nein. Oh, auf dem Schabot. Aber, wow. Richtig gute Fisch, guck mal. Richtig spät auch. Ja, das Schabu. 9 cm. Wow.
Ja, ja. Sieht gut aus. Alter. Oh ja. Oh, noch große. Guck mal hier auf den. Wieder. Boah, noch große. Leck mich am Arsch, ey. Na, Wutprofi. Ja. Hallo, fast 50, oder? Ja. Oh. Fast 50. Wie schlecht. Das ist ja wohl zu geil, oder was? Drei Stück mit der Chabot. Was machst du? Was machst du? Aber richtig schöner Fisch, Alter. Vor allem richtig schöner Dicke. Fisch. Ja. Ja, wenn du den essen wieder willst, was für ein toller Tag. Ein schönes Treffen und schöne Fische gefangen. Also kann man sagen, dass die Barschkette oft im Meer funktioniert. Ich wünsche euch genauso viel Erfolg. Petri Heil, bis zum nächsten Mal. Tschüss!